Stell dir mal vor, du stehst vor einem neuen Smartphone-Kauf, willst ein gutes Gerät haben, aber auch zeitgleich nicht zu viel Geld ausgeben? Dann solltest du dieses Video bis zum Ende schauen, denn heute möchte ich dir meinen Doppeltest zum ZTE Axon 7 und ZTE Axon 7 Mini vorstellen. An dieser Stelle noch herzlichen Dank an notebooksbilliger.de, die mir beide Geräte zum Test zur Verfügung gestellt haben. Ich bin Christian, du bist bei TechLoop und nach einem ganz kurzen Intro geht's auch schon los. Der chinesische Hersteller ZTE geht aktuell einen vergleichbaren Weg wie Huawei noch vor einigen Jahren und möchte auch hierzulande seine Smartphones in den Regalen der Shops positionieren. Bisher war das Unternehmen eher mit Budget-Smartphones vertreten, nun aber im dritten Quartal des Jahres 2016 kommen mit dem Axon 7 und Axon 7 Mini jedoch zwei Geräte in den Handel, die a. sehr gut aussehen, b. top verarbeitet sind, c. gute Hardware liefern und d. dazu noch günstig sind. Bei der äußerlichen Betrachtung beider Smartphones gibt es keine signifikanten Unterschiede. Sowohl von vorne als auch von hinten gleichen sich beide Geräte wie eineiige Zwillinge. Lediglich auf der Vorderseite ist im unteren Bereich ein Unterschied feststellbar, denn das größere Axon 7 besitzt unterhalb des Displays touchsensitive Tasten, das Axon 7 Mini verfügt über Onscreen-Tasten direkt auf dem Display. Für mich persönlich liegen die Navigationstasten des Axon 7 etwas zu nah beieinander und sind leider auch nicht hintergrundbeleuchtet, sodass es im Dunkeln auch mal zu Fehleingaben kommen kann. Über die Einstellung habt ihr aber die Möglichkeit, die zurück mit der Multitasking-Taste von links nach rechts oder auch von rechts nach links zu wechseln. Die Onscreen-Tasten beim 7 Mini lassen sich über einen kleinen Pfeil ausblenden, sodass sie bei Anwendungen oder Spielen nicht stören. Beide Smartphones haben auf der Rückseite die gleichen Rundungen, bestehen aus einem Aluminium-Unibody, sind vorzüglich verarbeitet und schmiegen sich angenehm in die Handinnenflächen. Auf der Vorderseite sind beide Displays zum Rand leicht gewölbt und ermöglichen auch hier eine bessere Ergonomie. ZTE entschied sich dazu, ober- und auch unterhalb der Displays jeweils einen Lautsprecher zu packen, diese mit einem Audiochip zu versehen, um so dem Kunden Stereoklang mit Dolby Atmos-Unterstützung zu bieten. Und genau hier sind wir auch schon bei einem der Highlights, denn diese Teile klingen einfach richtig gut, bieten einen sauberen Klang und auch etwas räumliche Tiefe, sodass Multimedia-Inhalte vollkommen anders wahrgenommen werden können als auf Smartphones mit Solo-Speakern. Ein Lautsprecher eines Apple iPhone, Galaxy S oder auch Huawei Smartphones kann hier nicht mithalten. Während der Klang beim kleinen Axon 7 Mini über die 100% vollkommen sauber war, bauten die Speaker des Axon 7 bei den letzten 5-10% etwas ab und klangen etwas unsauber. Durch den hier verbauten Audiochip bekommt ihr aber auch über die Klinkenbuchse richtig guten Sound auf die Kopfhörer, wodurch Bässe noch beeindruckender wirken, Höhen noch klarer und auch mitten präsent sind. Also in Sachen Audio hat damit ZTE alles richtig gemacht. Wenn du dir dann nochmal den oberen Bereich der Vorderseite anschaust, wirst du feststellen, dass oberhalb des eigentlichen Displays ein dünner schwarzer Streifen vorhanden ist. Hier wurde unter anderem der Helligkeitssensor und die Benachrichtigungs-LED untergebracht. Im Kopf der beiden Geräte sind dann jeweils die Klinkenbuchsen und zweite Mikrofone untergebracht, rechts die einteiligen Lautstärkewippen und die Powerbutton, im Fuß USB Typ C Anschlüsse und das Mikrofon zum Telefonieren und auf der linken Seite die Einschübe für MicroSD und Nano SIM Karten. Dabei ist es möglich, beide Geräte mit einer zusätzlichen Speicherkarte von maximal 128 GB auszustatten. Wem der interne Speicher allerdings ausreichend ist, kann auch hier gerne eine zweite Nano SIM Karte verwenden. Die verbauten Tasten auf der rechten Seite haben gute Druckpunkte und sind zudem noch sauber integriert. Vom ersten Kontakt machen daher beide Smartphones einen guten bis teilweise sogar sehr guten Eindruck, da sowohl Materialwahl, Verarbeitung und auch Haptik gefallen. Hinzu kommt, dass Axon 7 und 7 Mini über sehr gute Lautsprecher verfügen. Das 7 Mini misst übrigens 147,5 mm in der Höhe, 71 mm in der Breite und 7,8 mm in der Dicke. Das Gewicht liegt hier bei 153 Gramm. Beim Axon 7 liegen 151,7 mm in der Höhe, 75 mm in der Breite und 7,9 mm in der Dicke an. Hier sprechen wir von 185 Gramm. Da dir bestimmt schon der Größenunterschied aufgefallen ist, dürfte auch klar sein, dass zwei unterschiedlich große Displays zum Einsatz kommen. Beim grauen Axon 7 sind es 5,5 Zoll, beim Axon 7 Mini sind es 5,2 Zoll. Aber nicht nur die Größe macht's, sondern auch die Auflösung. Mit 2560x1440 Pixeln ist das Axon 7 High-End und zaubert 535 Pixel pro Inch auf das Display. Beim Axon 7 Mini sind es 424 ppi, da hier lediglich, aber das nur in Anführungsstrichen, ein 1080p Panel zum Einsatz kommt. Beide Displays setzen dabei auf die AMOLED-Technologie und bieten genug Schärfe, wodurch einzelne Pixel tabu sind. Faktisch ist das Axon 7 schärfer, im Alltag fällt es aber nicht wirklich auf.
Auch im Bereich der Helligkeit, der Farbkorrektheit und der Blickwinkelstabilität erscheinen mir beide Displays sehr ähnlich zu sein. Ein Unterschied besteht jedoch in der Darstellung von Weiß, da hier das kleine Axon 7 Mini einen etwas besseren Job macht, das reineres Weiß anbietet. Meiner Meinung nach sind beide Displays gut, das Display des Axon 7 kommt im Bereich der Helligkeit und auch Blickwinkelstabilität aber nicht ganz an das Display eines Galaxy S7 Edge heran. Sprechen wir über die verbauten Kameras der beiden Devices. Während auf der Vorderseite jeweils 8-Megapixel-Sensoren zum Einsatz kommen, gibt's auf der Rückseite deutliche Unterschiede. Beim Axon 7 Mini kommt eine 16-Megapixel-Kamera mit Phasen-Autofokus zum Einsatz, dazu gesellt sich noch ein Single-LED-Blitz. Beim Axon 7 sind es hingegen 20 Megapixel, ein Dual-LED-Blitz sowie ein optischer Bildstabilisator, der kleine Verwackler ausbügeln soll. Während beim Axon 7 die vollen 20 Megapixel im 16:9 Format zur Verfügung stehen, gibt's beim 7 Mini 16:9 Bilder lediglich mit 12 Megapixeln. Aber auch im Video- oder auch Zeitraffermodus gibt es Unterschiede. So können mit dem großen Axon 7 Videos in 4K und H.265 Codec aufgenommen werden, während beim 7 Mini lediglich 1080p anliegen. Gleiches gilt auch für Zeitraffer, wo das Axon 7 mit 4K umgehen kann, das kleine Smartphone wiederum nur mit 1080p. Allein an diesen Unterschieden kannst du erkennen, dass das Axon 7 mehr auf den professionellen Videografen ausgerichtet ist. Die Fotoqualitäten empfand ich bei beiden Smartphones als eher durchschnittlich. Während das Axon 7 die Farben recht treffend wiedergibt, waren die Farben des Axon 7 Mini etwas zu hell. Bei dem Bild mit den Eicheln wurde mittig fokussiert. Hier erkennt man aber auch sehr gut, dass beide Geräte diesen Bereich scharf stellen, bereits im näheren Umfeld rund um diese Eicheln aber schon eine Unschärfe eintritt. Beim HDR-Foto, welches eine Landschaft abbildet, sieht man, dass hier das Axon 7 ganz klar die Nase vorn hat und mehr Strukturen aus der Landschaft herausarbeitet. Auch beim Videovergleich ist das Axon 7 vorne, da es etwas schneller fokussiert, dunklere Inhalte heller ablichtet und somit mehr Details preisgibt. Aber auch hier muss ich sagen, dass die Stabilisierung nicht annähernd so gut arbeitet wie in einem HTC 10 oder auch Galaxy S7. Beide Videos wurden hier übrigens in 1080p gefilmt, beim Axon 7 Mini zudem mit elektronischer Stabilisierung, beim großen Axon 7 von Haus aus mit einem optischen. Die Kameraoberflächen sind identisch aufgebaut und bieten dir im unteren Bereich die Möglichkeit, Bilder oder Videos zu schießen, Filter zu nutzen oder in die Galerie zu wechseln. Zudem besteht hier noch die Möglichkeit, die verschiedenen Modi auszuwählen. Was mir aktuell noch nicht gefallen hat, war die Performance der Kameraanwendung, da es an den einen oder anderen Stellen noch etwas geleckt hat und sie etwas überladen wirkte. Oben kannst du dann in dieser Anwendung noch in die weiterführenden Einstellungen gehen, um so zum Beispiel die Auflösung zu ändern bzw. auch HDR zu aktivieren oder auf Auto zu stellen, auf die Frontkamera wechseln oder einen Timer starten. Als weiteres Special, neben den sehr guten Frontlautsprechern, kann ich bei beiden Geräten noch den Fingerabdrucksensor nennen. Als Maßstab nehme ich dabei aber immer die Huawei-Sensoren, da diese schnell und akkurat arbeiten und zusätzlich noch mit Features versehen sind. Hier ist es in beiden Geräten so, dass die Scanner gut arbeiten, bei der Entsperrgeschwindigkeit und der Genauigkeit aber nicht ganz an die Huawei-Modelle herankommen. Ebenso bieten sie deutlich weniger Funktionen und so lassen sich zusätzlich nur noch Fotos aufnehmen oder Anrufe entgegennehmen. Was mir zudem noch aufgefallen ist, ist, dass der Sensor des Axon 7 Mini etwas ungenauer arbeitet und ich teilweise deutlich mehr Versuche benötigte. Bevor ich zur Software komme, hier noch ein kurzer Blick auf die Daten und den Empfang beider Geräte, zumal letzterer, also der Empfang, immer wieder nur als durchschnittlich bezeichnet wird. In beiden Smartphones kommen Prozessoren von Qualcomm zum Einsatz, beim Axon 7 Mini der Snapdragon 617 mit 8 Kernen, im Axon 7 der Snapdragon 820 mit 4 Kernen. Die Taktung beim Axon 7 Mini liegt zwischen 1,2 und 1,5 GHz, die Kerne des großen Axon takten mit maximal 2,15 GHz. Dazu 3 GB RAM, 32 GB Speicher und eine Adreno 405 Grafikeinheit beim kleinen 7 Mini und 4 GB RAM, 64 GB Speicher und eine Adreno 530 GPU beim Axon 7. Beide Speicher können nochmals mittels einer MicroSD-Karte erweitert werden. Beide Smartphones unterstützen LTE der Kategorie 6, also mit bis zu 300 Mbit die Sekunde, Bluetooth 4.1 und NFC. Ob beide das schnelle WLAN-AC-Protokoll unterstützen, konnte ich bis zum Test nicht in Erfahrung bringen, da im Netz unterschiedliche Angaben gemacht werden. Da im Internet häufig darüber berichtet wird bzw. wurde, dass der Empfang der beiden Smartphones nicht der beste sei, habe ich mir diesen im O2-Netz und auch im Wi-Fi-Netz etwas genauer angeschaut und mit dem Huawei Nova Plus verglichen. Die hier angegebenen Werte sind in Dezibel Milliwatt wiedergegeben und bedeuten, dass ein höherer Wert auch einen schlechteren Empfang bedeutet. Im Wi-Fi kommt das Axon 7 Mini auf maximal minus 70 dBm, das Axon 7 auf minus 72 und das Huawei Nova Plus auf minus 78 Dezibel Milliwatt. Je nachdem, wie weit ihr vom Router entfernt seid, kann es mit dem Axon 7 und auch 7 Mini eher passieren, dass ihr den Empfang verliert.
Ähnlich sieht es auch im mobilen Netz von O2 aus. Hier kam ich beim Nova Plus mit HSPA auf einen Wert von minus 103 dBm, beim Axon 7 Mini auf minus 113, ebenfalls in HSPA, und beim Axon 7 im LTE-Netz auf minus 121 dBm. Damit schneiden auch hier die beiden Geräte tendenziell etwas schlechter ab, da die Voraussetzungen auf allen drei Smartphones gleich waren. Diese rein objektiven Werte können durch mich auch subjektiv unterstrichen werden. Dort, wo ich sonst LTE hatte, war mit beiden Smartphones oft nur HSPA Plus möglich. In der Rubrik Performance gibt es für mich immer zwei Anhaltspunkte. Zum einen der objektive Eindruck, zum anderen der subjektive, der für mich persönlich wichtiger ist als alles andere. Was bringt es, wenn ich Bestmarken in AnTuTu setzen kann, das Gerät aber vorne und hinten hängt? Blicken wir auf die Benchmarks des ZTE Axon 7, so bekommen wir hier in jeder Disziplin Bestmarken serviert. Über 140.000 Punkte im AnTuTu oder mehr als 4.000 Punkte im Multicore-Score von Geekbench 4. Der subjektive Eindruck ist jedoch ein etwas anderer und erreicht nicht ganz die objektiven Werte. Ab und an dauert es mal etwas länger und die Oberfläche wirkt nicht ganz so flüssig wie auf einem OnePlus 3 oder Huawei P9. Schuld daran dürfte vor allem die Mi Favor UI sein, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Beim Axon 7 Mini sind es rund 46.000 Punkte im AnTuTu Benchmark und 1.760 Punkte des Multicore Score von Geekbench 4. Hier muss ich sagen, dass es zudem rein subjektiv um einiges langsamer ist als ein Axon 7 und mehr Zeit benötigt, um Spiele zu laden oder Inhalte von Anwendungen zu aktualisieren. Die Akkus der beiden ZTE-Smartphones sind unterschiedlich groß und mit rund 2700 mAh beim Axon 7 Mini und 3250 mAh beim Axon 7 bemessen. Zudem gibt es in beiden Smartphones eine Quick Charge-Funktion von Qualcomm, im 7 Mini mit Quick Charge 2.0 und beim Axon 7 mit Quick Charge 3.0. Bei der Akkulaufzeit kamen ich auf fast identische Werte, allerdings mit leichten Vorteilen beim 7 Mini. Hier hielt der Akku rund 3 Stunden länger durch, womit ich bei beiden Geräten auf minimal 24 bis 27 Stunden Dauernutzung kam. 1,5 Tage waren aber mit beiden Smartphones nicht möglich. Der Akku des Axon 7 erreichte beim Ladevorgang nach 30 Minuten wieder 45%, der kleinere Akku des Axon 7 Mini kam sogar auf 65% nach gleichem Zeitraum. Auf beiden Axon 7 Smartphones kommt Android 6.0 Marshmallow zum Einsatz, in beiden Fällen mit der Mi Favor UI 4.0 überzogen. Damit bekommst du die aktuellste Firmware vor Android Nougat und auch für zukünftige Updates sind beide Smartphones gerüstet. Durch die Verwendung einer eigenen Oberfläche bekommt der Nutzer einige nette Features an die Hand, auf der anderen Seite wird die Oberfläche dadurch aber auch langsamer, träger und trifft auch beim Design nicht unbedingt den Geschmack von Mitteleuropäern. Einen richtigen Theme Store, also die Möglichkeit, die Oberfläche komplett zu ändern, findest du hier nicht, dafür aber die Möglichkeit, das Aussehen der Icons etwas anzupassen. Wie auch bei Apple oder Huawei wird komplett auf einen App-Drawer verzichtet, sodass alle vorinstallierten Apps direkt auf den Homescreens liegen und dort auch gemanagt werden müssen. Der Einsatz von Bloatware hält sich aber in Grenzen und nur wenige, teils auch hilfreiche Apps sind vorinstalliert. Die Einstellungen der beiden Geräte sind in zwei Bereiche aufgeteilt, häufig verwendete Einstellungen und alle Einstellungen. Je nachdem also, was am häufigsten von euch aufgerufen wird, wird auch auf der linken Seite dargestellt und bietet somit einen Schnellzugriff. Die allgemeinen Einstellungen sind da schon etwas unübersichtlicher und bedürfen am Anfang etwas Recherche, um sich zurechtzufinden. Verwirrend empfand ich die Anzeige der Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm, denn diese werden in der Regel erstmal alle ausgeblendet und nur durch das Betätigen der Klingel oben angezeigt. Wo ich das deaktivieren kann? Ich habe diesen Punkt bisher nicht gefunden, sofern er überhaupt vorhanden ist. Für mich persönlich ist diese Oberfläche etwas zu unübersichtlich, sieht mir zu asiatisch aus und ist dabei auch noch in einigen Bereichen zu langsam. Wer hier eine Alternative sucht, darf gerne zum Nova Launcher greifen, der beide Smartphones subjektiv deutlich schneller macht. Die beiden Axon Smartphones sind unterm Strich ihr Geld wert, da sie nicht nur gute Materialien und Verarbeitung besitzen, auch die Lautsprecher sind hervorragend und die Akkulaufzeit platziert sich im Bereich eines gut. Mittelmäßig können die Kameras bezeichnet werden. Zum einen sind sie nicht so gut wie die Kameras des gleichen Preissegments, des Weiteren ist die Oberfläche überladen und mit der aktuellen Software auch etwas zu langsam. Die Performance hingegen ist wieder gut, sofern man auf die Mi Favor UI verzichtet, da selbige das Arbeitstempo ausbremst. Mit dem Google Now oder auch Nova Launcher sieht das schon wieder ganz anders aus. Die Smartphones werden dadurch deutlich schneller. Die Empfangsqualitäten liegen zumindest zum aktuellen Zeitpunkt eher im ausreichenden Bereich. Nicht nur die Fakten sprechen für sich, auch im alltäglichen Einsatz war plötzlich mal der Empfang weg, ein anderes Mal nur 3G statt LTE und so weiter und so fort. Dennoch bekommt man für 299 bzw. 449 Euro zwei gute Smartphones, die die Basis für weitere gute Smartphones bilden. Wenn ZTE in den nächsten Generationen dann noch diese Fehler ausbügelt, dann sind sie definitiv ein ernstzunehmender Konkurrent.
Und da ich jetzt wieder am Ende bin, hinterlasst mir doch einfach mal einen Kommentar, was ihr von diesen beiden Smartphones haltet. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen hoch und ein Abo dalassen. Ich hoffe, wir sehen uns auch in den nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.